Als Kinder- und Jugendmitarbeiter weiß ich, wie mühsam es ist, sich die Informationen im Internet zusammenzusuchen. Du googelst nach verschiedenen Ideen und du kommst einfach nicht auf den grünen Zweig. Bastelideen da, Sport und Spiele auf der anderen Seite, auf der nächsten Webseite nützliche Knoten, ein Kochrezept und auf der letzten noch ein Hinweis, wie die Kids Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch erleben können. Alles gut und recht, aber es braucht so viel Zeit. Wäre es nicht genial, wenn all diese Informationen auf einer einzigen Plattform verfügbar wären? Genau dafür haben wir das Youngsters Wiki programmiert. Es ist interaktiv und benutzerfreundlich gestaltet. YouTube-Videos, Dateien und Bilder können einfach eingebunden werden. Damit du die Informationen auf dem Youngsters Wiki gut findest, haben wir eine Volltextsuche eingerichtet. Zusätzlich hilft dir die Einteilung in 5 Kategorien. Im Bereich MPO findest du verschiedene Tipps und Tricks zum Thema Führen und Leiten einer Gruppe. Zusätzlich bietet dir dieser Bereich auch Semester- und Quartalsprogramme an. Unter Sport und Games kannst du nach verschiedenen Spiel- und Sportaktivitäten suchen. Der Outdoor-Bereich bietet dir gutes Wissen zum Thema Seiltechnik und Trekking an. Im gelben Bereich Evangelismus kannst du dich schlau machen über Andachten und geistige Lagerkonzepte. Zum Schluss, unter Creativity, findest du abwechslungsreiche Bastelideen. Überall auf der Welt gibt es Menschen, welche in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Dadurch wurde schon viel geschaffen und ausprobiert. Genau deine Erfahrung und dein Wissen kannst du via Youngsters Wiki teilen. Dieses geteilte Wissen kann vielen Mitarbeitern in ihrer Arbeit eine Hilfe sein. Denn gemeinsam haben wir mit dem Youngsters Wiki ein Ziel. Gott den Kindern und Jugendlichen erlebnisreich näher zu bringen. Teile dein Wissen im Youngsters Wiki.